On the road! By the left! Quick! March! Die Lieder sind einstudiert. Die Hamiltons Bowen Silver Band hat sich bestens vorbereitet auf ihren Umzug. Die 18-jährige Lucy Bingham ist hier aufgewachsen, in einer protestantischen Familie. Alle in der Band sind Protestanten, fühlen sich traditionell Großbritannien verbunden. Aber sie sind in der Minderheit in dieser Gegend. Rundherum wohnen Katholiken, sogenannte Nationalisten. Und seit dem britischen Brexit liegt wieder Spannung in der Luft. You know, there's a very much division in the community. Die Gesellschaft hier ist gespalten. Wir sind umgeben von Nationalisten. Wir würden niemals in deren Gegenden gehen. Wegen der Unruhen in der Vergangenheit sind viele Menschen hier immer noch wütend aufeinander. Und es scheint, als würde das gerade schlimmer werden, obwohl wir es nicht wollen. In der Vergangenheit haben sich Protestanten hier verfolgt gefühlt. Ihre Familie sei einst Zielscheibe katholischer IAA-Attentäter gewesen, sagt Lucy. Nun hat sie das Gefühl, sie wäre erneut gefährdet. Um jeden Preis möchte sie weiterhin zum Vereinigten Königreich gehören. Seit dem Brexit sieht es so aus, als würden wir Teil eines Vereinigten Irlands werden. Das wollen wir auf keinen Fall. Lucy lebt nur wenige Kilometer von der Grenze zur Republik Irland, aber sie überquert sie so gut wie nie. Cross MacLan ist ein katholischer Ort, ehemals eine Hochburg der IAA. Das Jugendzentrum ist direkt neben einem großen ehemaligen Armeestandort. Die katholischen Jugendlichen hier haben eine komplett andere Identität. Sie überqueren ständig die Grenze, haben Familie in der Republik Irland. An Irish man. Ich fühle mich irisch. Ich würde nicht sagen, dass ich britisch bin. Ich bin Irland so sehr verbunden. Obwohl Nordirland Teil des Vereinigten Königreiches ist, fühle ich mich irisch. Es liegt daran, dass wir uns auf der irischen Insel befinden. Ein vereinigtes Irland, das weiterhin zur EU gehört. Auf einmal ist es denkbar, sagen Umfragen. Die irischen Nationalisten Sinn Féin, früher der politische Arm der IAA, sind seit den Regionalwahlen im Frühsommer erstmalig stärkste Partei. Liz Kimmins ist Mitglied des Regionalparlaments. Covid und Brexit haben den Menschen klargemacht, welche Vorteile es bringen würde, wenn wir Teil der irischen Republik wären. Das ist ein natürlicher Prozess. Und wir werden natürlich alles daran setzen, es Wahrheit werden zu lassen. Doch die gewaltsame Vergangenheit bleibt allgegenwärtig. Gedenkstätten für getötete Kämpfer werden von beiden Seiten gepflegt. Liz Kimmins Partei Sinn Féin betont, sich gewandelt zu haben. Sie würden ihr Ziel, ein vereinigtes Irland, längst nur noch mit friedlichen Mitteln erreichen wollen. Wir alle wollen in einer friedlichen und in einer wohlhabenden Gesellschaft leben. Das haben wir alle gemeinsam. Diejenigen, die sich vor einer Veränderung fürchten, denen sagen wir, nehmt an der Diskussion teil. Wir wollen es gemeinsam machen, um allen die Angst zu nehmen. Doch um alle England-treuen Protestanten wie Lucy mit ins Boot zu holen, wird es viel Fingerspitzengefühl brauchen und einen langen Atem. Ich hoffe, dass ich niemals ein vereinigtes Irland erleben muss. Solange ich lebe, möchte ich zum Vereinigten Königreich gehören. In der Hamiltons Bowen Silver Band denken wohl die meisten ähnlich wie Lucy, aber gleichzeitig spüren sie, dass es anders kommen könnte. Nicht heute, nicht morgen, aber in absehbarer Zeit.